Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Bundesministerin, und ein herzliches Willkommen auch an die Unternehmerinnengruppe aus meiner Heimatstadt Christkirchen, die heute im Parlament sind. Ja, der Titel, meine Damen und Herren, dieser Aktuellen Stunde lautet Schluss mit der Spekulation, wo bleibt Österreichs Einsatz für leistbare Energie in Europa? Und das ist dann tatsächlich doch sehr entlarvend. Und jetzt hat man dem Kollegen Leichtfried heute schon viel Nachhilfe gegeben in VWL. Deswegen möchte ich tatsächlich auch noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Mir geht es nämlich darum, dass es eigentlich wenig Bereiche gibt. Es gibt ganz, ganz wenig Bereiche, wo Österreich so unabhängig von der Europäischen Union ist wie im Bereich Energie. Österreich hat es nämlich selbst in der Hand und vor allem die Bundesregierung hat es selbst in der Hand, die Nachfrage nach knappen Gütern zu reduzieren und tatsächlich auch das Angebot zu erhöhen und damit den Preis zu senken. Aber stattdessen hören wir halt dann natürlich das Klassische auf die EU schimpfen und bashen, wer was nicht gemacht hat. Aber meine Damen und Herren, die EU ist tatsächlich nicht daran schuld, dass der Ausbau der Erneuerbaren in Österreich seit Jahrzehnten hinterherhinkt. Die Europäische Union kann auch gar nichts dafür, dass Österreich als einziges Land in der Europäischen Union eine Abhängigkeit von russischem Gas von mehr als 80% hatte. Und wenn dann der Kollege Haider hier sagt, die Sanktionen würden ja gar nichts verhindern oder gar nichts bewirken, weil die Güter oder die Energie dann in andere Länder verkauft wird, dann möchte ich schon noch mal darauf hinweisen, dass Gas tatsächlich durch Pipelines fließt. Und diese Pipelines fließen halt nach Europa und nach Österreich. Also so einfach geht das nicht. Und tatsächlich wissen wir, dass die Sanktionen auch wirken. Und tatsächlich wissen wir auch, dass Ihre Partei einen Vertrag mit der Putin-Partei hatte und deswegen weniger Interesse daran hat, hier diese Abhängigkeit auch zu reduzieren. Die EU kann übrigens auch nichts dafür, dass wir in Österreich seit Jahrzehnten den Netzausbau verschlafen haben. Und die EU kann auch nichts dafür, dass unsere wichtigsten Energielieferanten tatsächlich in der Hand der Länder liegen. Das heißt, die gehören der öffentlichen Hand. Auch das haben wir heute schon gehört. Und die werden da als Cashcow missbraucht von den Landesfürstinnen und von den Landesfürsten. Und wenn wir schon sagen, dass der Markt nicht funktioniert, hier kann er gar nicht funktionieren, weil der freie Markt spielt ja leider nicht mit. Und was passiert? Wenn der Markt nämlich so wie jetzt die Zeichen gibt, dass es zu einer Entlastung von gewissen Preisen kommt, wie wir ja jetzt im Augenblick sehen, geben die Energieversorger trotzdem diese Preise nicht weiter. Und warum? Weil sie eben nicht am freien Markt daheim sind, sondern weil sie den Ländern tatsächlich gehören. Und noch einmal, eine Cashcow für die Landesfürstinnen und die Landesfürsten sind. Das heißt, diese Gelder fließen in die Kassen der Bundesländer. Und deswegen tut man nichts. Nicht, weil der Markt nicht funktioniert, sondern weil hier tatsächlich die Kontrolle fehlt. Und auch das sagt ja auch die E-Control, die ja eigentlich dafür zuständig wäre, aber eben ihre Kontrollfunktion gar nicht aufrechterhalten kann, weil die Landesgesetze das tatsächlich verhindern. Die gute Nachricht wäre aber, wie ich schon eingangs gesagt habe, Österreich kann es tatsächlich selber in die Hand nehmen und die Bundesregierung kann hier tatsächlich auch Geschwindigkeit endlich aufnehmen, erhöhen und tatsächlich in die Umsetzung kommen. Die EU wird und kann die Energiewende nicht für uns umsetzen. Was es braucht, ist ein rascher Ausbau der Erneuerbaren. Was es auch braucht, ist ein ganz rascher Ausbau der Netzinfrastruktur und das transparent, denn das sind Steuergelder, die hier aufgegeben werden. Denn sonst werden wir das, was wir alle wollen, nicht erreichen. Österreich wird nicht klimaneutral werden und Österreich wird vor allem eine massive Deindustrialisierungswelle drohen. Und das sollte sogar die Leugner der Klimakrise überzeugen. Vielen Dank.